Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel. Jo, wir sind im Zeitturm. Auf dem Weg zu Dialga. Um ihn ins Team zu holen. Oh, Porygon. Oh, Ladungsstoß. Alter, dieser Part fängt schon wieder so an, ne? Dass ich gleich schon wieder voll auf den Tisch hauen könnte. Attacke geht daneben, Attacke geht daneben, Ladungsstoß, Ladungsstoß. Alter. Oh. Ätzend. Einfach nur ätzend. Warum geht denn immer alles daneben, Alter? Rasierblatt, was für eine Genauigkeit hat mit der Rasierblatt, dass es ständig daneben geht? Stern 4. Trefferquote von 4. Ist es schlecht? Was ist schlecht? Alter, ich hätte... Wow. Warum ist Rasierblatt denn... Warum hat das denn... Was? Als ob. Kann man das irgendwie erhöhen oder so? Weil es ist echt nervig. Kein Bock, dass Rasierblatt 1000 Mal daneben geht, ey. Ist ja ätzend. Ah, egal. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir setzen einfach kein Rasierblatt ein. Ganz einfach. Ganz einfach. Dann rege ich mich auch nicht so viel auf. Ich glaube, ich habe mich bisher in keinem Spiel, außer vielleicht League of Legends, so sehr aufgeregt wie in Pokémon. In Mystery Dungeon wohlgemerkt. In Pokémon! Obwohl, Pokémon hat mich schon damals als Kind zum Weißglut gebracht, ey. Ich weiß noch, ich habe... Mein erstes Pokémon-Spiel war Pokémon Silber. Und dann noch eine Edition, bei der man nicht speichern konnte, weil die Batterie ein bisschen im Arsch war oder die Karte halt ein bisschen im Arsch war. Was auch immer. Und ja, deswegen konnte ich nicht speichern bei dem Spiel. Und dadurch musste ich mein Gameboy halt die ganze Zeit anlassen. Also ich konnte schon speichern. Wurde dann angezeigt, ja, Spiel gespeichert und so. Manchmal, in ganz, ganz seltenen Fällen, hat es auch funktioniert, dass es gespeichert hat. Aber in den meisten Fällen eher nicht. Deswegen habe ich mein Gameboy immer einfach angelassen. Über Nacht und so, am Aufladekabel einfach hängen lassen. Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr gegen welches Pokémon gekämpft. Nach dem 7. Orden war das auf jeden Fall. Das war, welche Stadt waren das? Oh nee! Oh Junge, nee! Oh Alter, darauf habe ich so null Bock, Alter. Oh nee. Oh nee, hey. Oh, darauf habe ich keinen Bock. Oh, so null Bock. Mann, ich hasse Monsterräume. So ätzend. Auf jeden Fall, ja. Ich habe im 7. Orden, also nach dem 7. Orden, nach der Stadt da, gegen irgendwen gekämpft. Gegen irgendein Pokémon. Ich weiß nicht mehr gegen welches. Ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das so aufgeregt. Irgendwas, ich weiß nicht mehr was, irgendwas hat mich so aufgeregt, dass ich meinen alten Gameboy, Gameboy Advance, SP glaube ich, Gameboy Advance SP, diesen klappbaren Gameboy, genommen habe und voll auf die Kante meines Schreibtisches geklatscht habe. Das hieß, mein Bildschirm war komplett schwarz. Also nicht komplett, aber mein Bildschirm war einmal in der Mitte, von unten links nach oben rechts, schwarz. So, ein bisschen, ne? Ja, nicht der ganze Bildschirm, ich konnte noch weiterspielen. Ich habe dann auch weiter mit dem Gameboy gespielt. Es war ein bisschen schwer in manchen Punkten. Aber ich habe es hingekriegt und, ja, wie gesagt, ich habe mich also bei Pokémon damals schon so viel aufgeregt. Das ist unglaublich. Komm schon. Gut, dass wir Gigasauger und so haben. Sonst würde ich hier, glaube ich, nicht so durchkommen.
Dim 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 dim. Ach ja, ja. Das war, ich glaube, das war mein schlimmster Ausraster. Wegen Videospielen. Sonst habe ich noch nie irgendwas geschrottet, glaube ich. Oh Gott, nein, Dragon, was ist der? Oh, du bist dumm. Du bist dumm! Du bist einfach dumm! Geh weg! Greif Porygon an! Greif doch Porygon an! Alter Vater! So, du greifst jetzt Porygon an! Dieser Spacki will's nicht verstehen, oder? Porygon ist das Pokémon! Was du angreifen sollst. Verstehe es. Er ist besiegt und er kann kein Item nutzen. Doch, kann er. Er kann's doch. Echt? Wegen Itemsperre, dachte ich so. Und Dragon, jetzt greift Porygon an. Ey, der Typ ist dumm. Er soll einfach nur Porygon angreifen, weil... dieses Porygon die ganze Zeit Agilität und Ladungsstoß einsetzt. Danke! Okay, Moment, so. Das angreifen. Okay, Porygon ist besiegt, alles gut. Oh Gott, ey. Mhm, Sehnebeere auf Dragon. So, wo, was hatte ich nochmal gesagt? Genau, das war mein schlimmster Ausraster in Videospielen. Weil sonst habe ich durch Videospiele noch nie irgendwas geschrottet. Noch nie irgendwas kaputt gemacht. Ich bin zwar ausgerastet und auf den Tisch gehauen oder so, oder rumgeschrien, ja. Aber nie habe ich irgendwas kaputt gemacht. Nie. Das war schon krass. Gut, wie viele Belebersamen haben wir verballert? Zwei, glaube ich. Zwei oder drei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bam. Dragon setzt mir aber auch irgendwie zu selten Ruckzuckhieb ein, muss ich sagen. So eine Monsterraum zum Beispiel, das ist ja doch. Macht er mir ein bisschen zu selten. So, und wenn wir noch einen Monsterraum treffen und kurz vor dem Aus sind, was Belebersamen etc. angeht, muss ich leider Fliehorb einsetzen. Ich weiß nicht, ob wir dann am Anfang von Zeitung gesetzt werden oder ganz rausfliegen. So dass wir nochmal bis zum Zeitung gehen müssen. Ich hätte darauf null Bock. Aber vielleicht geht es nicht anders. Vielleicht geht es einfach echt nicht anders. Weil, ob wir jetzt alle Belebersamen verballern und dann sterben. Und dann noch Items verlieren dadurch. Oder ob wir dann Fliehorb einsetzen. Nachdem wir alle Belebersamen verloren haben. Da ist, glaube ich, der Fliehorb die bessere Wahl. Weil dadurch, ja, behalten wir jedenfalls unsere Items und unser Geld. Wir sind schon Level 54, ey. So, das muss so und so. So, tauschen. Ich brauche keinen Samen. Zack. So, wie viele Ebenen hatte nochmal der Zeitturm? Ich glaube 15 oder so, ne? Vielleicht auch nur 10, ich weiß es nicht genau. Dragon kriegt halt übel Damage durch... den Ladungsstoß, das ist übel bad. Orangegummi, sehr gut. Essen, Dragon. Wir hatten doch noch ein Gummi aufgesammelt, ne? Gelbgummi, genau. Das krieg ich. Energiesparer bekommen, okay. Ups, doch Team IQ prüfen. Energiesparer da. Magens Pokémon lädt sich langsamer. Schön. Schön, 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 schön. Ich will so. Nice. Energiesparer ist schön. Energiesparer ist so schön. Das ist sehr, 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 sehr schön sogar. Ups. Zack. Okay. Ich glaube 15 Ebenen, wie es aussieht. Dann sind wir aber auch erst in der Mitte des Dungeons. Das heißt, danach müssen wir nochmal... lass mich lügen. Keine Ahnung. Nochmal irgendwie 10 oder so. Ich habe keine Ahnung.
Oder waren es 8? Ich weiß es nicht mehr. Zack. Da ist schon wieder die Treppe. Nice, ein Grüngummi. Obwohl das gar nicht mal so gut ist. Was ist ja für Käfer-Pokémon? Glaube ich. Ja doch, Grüngummi ist für Käfer-Pokémon. Ha, zack. Ha, zack. Ha, zack. Und ich da hinten treffe ich auch. Das wurde sogar besiegt. Aleatoskop wollen wir mitnehmen. Das ist ein gutes Item, was ganz gut Geld bekommen, Geld geben könnte. Modi-Orb. Hätten wir auch mitnehmen können. Aber egal. Gut, wir sind in der Mitte angekommen. Weiter. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oh, Bronzong hat Belebersam aufgehoben und tritt auf Schwarzgummi. Das würde ich natürlich gerne nehmen. Wahrscheinlich ist es das hier, oder? Komm schon, das ist das hier. Ey. Ey! Danke. Ja, es war das hier. Zack. Belebersamen nehmen wir mit. Sehr gerne nehmen wir das mit. Och komm. Selbstheiler wäre mal eine schöne IQ-Fähigkeit für uns. Damit wir uns schneller von... Damit wir uns schneller von Statuseffekten befreien können. Zack. Danke. Alertos Cope. Alertos Cope. Nehmen wir gerne mit. Hier war Heilsam. Wo war das Schwarzgummi? Wo war das Bronzong, dass es das Schwarzgummi aufgehoben hat? Oder raufgetreten hat? Ist. Was hier? Ich will das Schwarzgummi haben oder hat das schon irgendwie aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Egal. Gehen wir weiter. Wir wollen hier ja nicht so viel Zeit verschwenden. Oder uns hier nicht so lange aufhalten. Und hallo Brutalanda. Hallo Brutalanda. Schöner Ruckzucki. Zack. Zeitungsspitze E3. Zack. Weiter, Zeitungsspitze E4. Und da ist schon die Treppe zur Zeitungsspitze E5. Heftiger Schissel, ne? Richtig heftiger Schissel. Ich habe wieder das Gefühl, ich booste viel zu viel ins Mikrofon. Ich hoffe nicht. Im letzten Part war es auch gar nicht so schlimm. Ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, als ich dann den Part geschnitten habe. Aber trotzdem nicht wenig genug, finde ich. Ich habe schon ziemlich viel ins Mikrofon gepustet, sag ich mal. Nicht, also nicht viel und auch nicht so unbedingt richtig stark, aber halt schon ein bisschen. Und auch dieses bisschen stört mich. Schon dieses bisschen ist für mich zu viel. Sehr krass. Alter, sehr, wow, das ist so eine krasse Attacke. Ich weiß nicht, ich feier sie ja nicht so. So, allein diese rundenbasierten Attacken finde ich nicht so gut. Auch nicht so stark. So wie Fliegen oder Taucher oder Schaufler schon. Ich weiß nicht, warum ich Schaufler super finde. Den Rest nicht. Also sowas wie Seher oder Gähner. Oder halt, naja, Fliegen und Taucher geht halt auch noch, weil du in der Zeit halt nicht angreifbar bist, sag ich mal. Also alle Attacken, die rundenbasierend sind und in denen du auch angegriffen werden kannst, sind halt für mich einfach Zeitverschwendung. In meinen Augen ist das Zeitverschwendung. Wie viele Ebenen hat diese dieser Dungeon gerade noch? Okay, schön. Zeitturmkuppel. Hallo, Dialga. Ich bin Dialga, der Chef des Zeitturms. So, ihr zwei ist es lange her, aber nur ein einziger Grund, ja, ne, ist mich zu einem Kampf herauszufordern. Ja. So soll es sein, Herausforderung, nehme ich an, ja, allerdings. Wenn ihr es nicht schafft, dann ist es kein Sieg für euch gegeben. Okay. Ich dachte, es kommt irgendeine krassere Ansage. Come to me, Dialga. So, habe ich irgendwas? Könnt man Team Orb, Tempo Orb einsetzen, weil mystische Kraft verhindert ist. Das war natürlich mehr Damage
als erwartet. Alter! Alter! Einfach nur Alter! Kannst du was anderes außer Zeitenlärm einsetzen, bitte? Oder? Ja, sehr, sehr gut. Zu uns hinkommen ist schön. Zu uns hinkommen finde ich sehr gut. Ja! Jetzt können wir dich zerstören. Yeah. Ah, nein. Aber Dragon gönnt sich hart. Alter. Alter. 355 Damage. Ich wurde besiegt. Ja. Ja, wir nehmen die Dialga ins Team auf. Dialga bleibt der Kosename von Dialga. Der Sieger erhält alles. Ich akzeptiere das. Es wäre eine Ehre für mich, an eurer Seite zu sein. Geil. Wir haben Dialga im Team. Heftig. Krass tight, würde ich sagen. Richtig krass tight. Ja, der heutige Tag war krass, ey. Der heutige Tag war richtig krass. Und eigentlich könnten wir den Part jetzt auch schon beenden. Wir erledigen noch kurz unsere paar Kleinigkeiten. Und zwar lagern ein paar Items. Nehmen vielleicht noch den einen oder anderen Belebersam mit. Denn die Gegner haben uns da doch schon ein bisschen zerstört. Muss ich sagen. Bisschen sehr. Das kann weg, das. Die ganzen Items hier können weg. Spiralband, ich glaube. Ach, wir dürfen eh nicht Dings mitnehmen. Schätze ich mal. Zack. Wir brauchen eine neue Sinelbeere. Und nochmal drei Belebersamen, würde ich sagen. Wenn wir überhaupt noch so viele haben. Ich weiß es gar nicht. So viele Äpfel. Heilige Kacke. Eins, zwei, drei. Warte, eins. Ja, drei davon und nochmal drei Belebersamen. Na, wir haben noch einen Belebersamen da mal im Lager. Das ist ganz okay. Ist jetzt nicht so super krass, aber es ist okay. Kaufen. Wir kaufen nochmal ein Blaugummi und ein Belebersamen. Wir haben so viel Kohle. Irgendwie. 10.000. Immer noch. Wir haben auf der Bank noch irgendwie 30.000 irgendwas. Glaube ich. Glaube ich. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ich glaube es. Scheint nicht so gut zu schmecken. Ja, ist okay. Graugummi kannst du auch noch haben. So, zack. Items rosa Gummi nehme ich noch. Und das war's. Dim, 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 dim. Okay. Attacken, Link. Danke. Voll überteuert, ey. 500 kostet der Kack. 50.000 haben wir noch. Alter. Alter! So, als nächstes müssen wir in die Raumspalte, ne? Genau. Wow, ist da eine Spalte? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach Mensch, heiße Quelle, Glitzerquelle. Ja, als nächstes müssen wir in die Raumspalte, Leute. Aber das machen wir im nächsten Part. Und ich hoffe, wir schaffen es dann auch im nächsten Part, Palkia direkt ins Team zu holen. Also bis zu Palkia überhaupt vorzudringen und ihn dann zu besiegen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.